herzlich willkommen zurück zu Dead in Finland. Ich bin euer Chojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Beim letzten Mal ging der Tag zu Neige, wir haben Nacht. Sie haben miteinander ein bisschen kommuniziert und teilweise mögen sie sich nicht so, wie wir gemerkt haben, aber wenigstens ist Vater und Tochter im Einklang ein bisschen. So, wir sehen das auch schon an der Haltung. Sind alle nicht so fröhlich. Ich hoffe, dass sich das noch bessert. Jede Nacht werden die Charaktere höchstwahrscheinlich dehydrieren. So sieht's aus. Je mehr Trinkwasser du ihnen gibst, desto wahrscheinlicher nehmen sie Flüssigkeit wieder auf. Wenn sie weiterhin dehydriert bleiben, erleiden sie Strafen. Und die Dehydration wird sich nach dem nächsten Tag verschlimmern. Wenn sie dehydriert 4 erreichen und in dieser Nacht noch immer nicht hydriert werden, dann sterben sie. Ziehe die jeweils zugeteilte Ration auf jeden Charakter und klicke schließlich auf die Weiterfläche. Also, wir haben 6 Trinkwasser und können sagen, wie viel wir geben wollen. 100% Chance. Ja, das ist ja wichtig. Da ist die Prozentchance 75%. Ja, man könnte natürlich ein bisschen sparen, aber das ist mir zu risikohaft. Deswegen, ich will, dass das auf jeden Fall weggeht. Und die anderen haben noch keine Dehydration. Warum sollte ich dann bei denen irgendwie was machen? Kann man sehen, wie viel Durst die noch haben? Verletzungen, da müssen wir aufpassen. Aber man sieht nicht, so irgendwie so eine Durstskala, nur eine Hungerskala. Die werden ja verbessert, wenn wir jetzt schlafen gehen. Darum gehen wir jetzt einfach auf Schließen und gut ist. Ja, das Risiko war mir zu groß. Dann hat er morgen eine Dehydration 2. Dann gebe ich da wieder was mehr rein. Oh, und jetzt kommt auch das Essen, was wir vorher im letzten Video ausprobiert haben, ob das irgendwie schon geht. Sie werden auch alles Essbare aufteilen müssen, das sie haben. Die unterschiedlichen Nahrungsmittel haben verschiedene Effekte. Die meisten Nahrungsmittel sind verderblich, weshalb ein Großteil davon vor Tagesanbruch verderben wird. Du sollst am besten gleich das Beste daraus machen. Ziehe Nahrung für jeden Charakter, bis sie zufrieden sind, und tu dies bis zum Tagesanbruch, indem du auf die Weiterschaltfläche klickst. Okay. ...20 bis 15% des Bestandes wird jede Nacht zur gekochten Mahlzeit. Hohes Fleißbestand 4. Übelkeit 2%. Viel Fraß. Depression. Rohes Fleisch ist ein Problem. Roher Fisch ist nicht so ein Problem eigentlich. Aber rohes Fleisch ist echt blöd. Das Problem ist, das wird verdirbt. Das ist ein Problem. Stillt natürlich gut den Hunger, aber auch nicht viel mehr als der Fisch. Und den kann ich gedankenlos essen. Warum sollte ich hier irgendwie jetzt rohes Fleisch nehmen? Wir brauchen halt Feuer irgendwie vorher, so wie ich das sehe. Also essen wir rohen Fisch. Das sollte nicht das Problem sein. Das Magensymbol ist der Hunger. Jeder von euch kriegt etwas Fisch. Leiden plus 1, schade. Sie will wohl lieber was anderes essen. So, jeder von euch hat ein bisschen den Hunger gestellt. Und weiter geht's. Und damit sollte der erste Tag um sein. Nachteffekte, Erschöpfung. Feuer ist natürlich was runtergegangen. Wir hätten natürlich auch einfach einen Stock nehmen können, das Fleisch irgendwie da drüber halten. Schade, dass das nicht geht. So, die Nacht ist ein bisschen was verdorben. Können wir was mit dem verdorbenen Material machen? Vielleicht für die Jagd verwenden. Das ist interessant. Kann ich hier irgendwas klicken? Nein. Okay. Cool. Ich bin angefixt. Ein geiles Spiel. Macht Spaß. Heute sonniges Wetter. Ja, was hat das für Einflüsse noch mit dem Wetter? Während des Tages. Bevorstehende Nacht. Wettereffekte. Keine bedeutet das wohl, vermute ich. Ja, und das Feuer ist natürlich was runtergegangen. So, dann sollten wir doch direkt mal ein bisschen was auf das Feuer wieder tun. Cool, wir können sogar 2 anwenden. Und wir müssen Wasser holen, ganz klar.
Das kannst du dann wieder machen. Auch wenn du für Wasser, glaube ich, nicht so geeignet warst, ne? Wo steht das? Also irgendwie so ein Wert Wasser holen habe ich hier gar nicht, ne? Werkstatt, Holzfällerlager, Schmiede. Also sie ist stärker erschöpft, wenn sie Schiffwrack erkundet. Aber der Punkt war gewesen, sie war ja da drin irgendwo auch besser, ne? Bin ich jetzt blöd? Fischlager ist sie sehr gut. Und Lazarett. Ja, aber ich hab sie... Ah, nee, das ist die Moira. Hahaha. Sie habe ich gesucht. Ich habe mich schon gewundert. Genau, sie ist nämlich da besser drin. Minus 10 Ressourcen. Weil es noch zu schlecht ist. Orange. Das müssen wir wohl in den grünen Bereich kriegen. Aber hier hat sie eine Steigerung drin. Durch die Verfassung. Also werden wir sie auch weiter da drin. Holzfällerlager ist sie auch nicht schlecht. Weniger Depression dabei. Naja, wir lassen sie auf jeden Fall jetzt erstmal dabei drin. Und können eigentlich alles so lassen, wie es ist, würde ich sagen. Du durchsuchst weiter. Wir könnten hier schauen, ob wir was Neues bauen können. Was kann denn dieses Expeditionslager? Das haben wir ja schon. Können wir aber nicht steigern, ne? Studium Werkstatt. Und da müssen wir erst irgendwie dieses uralte Wissen finden. Mist. Ja, also wir müssen als erstes auf jeden Fall die Werkstatt erhöhen, bevor wir irgendwas machen können. Was ist das? Ah. Ja, aber das geht sowieso nicht sehr wahrscheinlich, bevor wir nicht das haben, vermute ich. Ja, wir hätten nämlich hier genügend Sachen, die wir haben. Ah ne, das würde fehlen. Okay. Ja, da muss man erstmal reinfinden. Zustand nur gut. Gehen wir mal... Du holst Wasser. Okay, wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Schauen wir mal, was du hast. Etwas Holz, Seil, Stoff, rohes Fleisch. Ah, wir brauchen eine Feuerstelle. Fisch wäre besser gewesen. Okay, 4 Wasser. Und bist du erschöpft. Hey, was hast du denn da gefunden? Ah, nee, das wird nur so gezeigt. Du hast wieder was Wasser verbraucht und hast was Schönes erkundet. Ein Strand. Fast noch ein Strand. Sehr schön. Kari rennt so schnell nach Hause zurück, als ob sie im Wald einen Geist gesehen hätte. Mama! Papa! Alle! Jemand! Das ist jemand. Da ist, meinen die wohl. Oh, oh. Eine kleine Gruppe von bewaffneten Männern betritt das Lager. Kleine Gruppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, klein. Das sind extrem viele. Eirik und Bloodwit treten vor und heben ihre Waffen als Zeichen des Friedens. Zeichen des Friedens, wie geil. Wölfe an der Türschwelle. Ein riesiger, muskulöser Mann tritt vor die Gruppe mit einer riesigen Axt in der Hand. Zwei Schädel hängen an seinem Ledergürtel herab.
Naja, nicht die Frau, sondern den Mann, obwohl das bei den Wikingern nicht so schlimm ist. Ja, Eirik ergreift das Wort. Willkommen, Fremde. Wir kommen in Frieden. Unser Schiff ist vor einigen Tagen an der Küste gestrandet. Du redest wie eine Frau. Weichei! Wieso geht das da runter? Sag Hallo zu meiner Axt, feige Sau! Geht der denn ab? Während er diese Worte ausspricht, schwingt er wütend seine Axt und verwundet den überraschten Eirik. Dann greifen alle an. What the heck? Ist ein Scherz, oder? Okay, wir haben Kampf. Wer wird kämpfen? Ja, auf jeden Fall Eirik, der ist stark. Ah nee, der ist jetzt. Der ist automatisch beteiligt. Das ist schon mal gut. So, du warst nicht so stark, hast du gesagt. Wie viel können wir mitnehmen? Nur drei. Da du nicht so stark bist, du eher das Köpfchen hattest und du die Stärke, hieß es doch, ne? Aber können wir das nochmal genau überprüfen? Initiative, auch nochmal, du hast nur Initiative 2. Aber so war das, so wie ich das jetzt in der Nacht verstanden habe. Sie ist eher schlauer und obwohl sie hatte voll viel Weisheit, ne? Naja, gut. Wir werden es rausfinden. Und wir sehen endlich einen Kampf. Interessant. Vorbereitung für den Kampf. Kämpfe sind rundenbasiert. Charaktere haben einen Initiativewert, der die Rundenreihenfolge bestimmt. Gleiche Initiative, zufällige Reihenfolge. Die Rundenreihenfolge findest du am oberen Bildschirmrand. Sie wird zu Beginn jeder Runde wieder aufgefüllt. Alles klar. Über deine Gesundheit. Deine Charaktere haben zwei Gesundheitsbalken. Einen. Und noch ein. Also die neun. Wahrscheinlich sind das die permanenten. Verlorene graue Herzen über 10 Lebenspunkte werden keine dauerhaften Konsequenzen darauf haben. Jedes verlorene rote Herz führt jedoch zu weiteren Verletzungen und einer höheren Wahrscheinlichkeit, eine Wunde davon zu ziehen. Gebrochener Arm, 2 Tage und dergleichen. Das ist ein Problem. Vorbereitung für den Kampf. Kampffertigkeiten. Um eine Fertigkeit nutzen zu können, muss der jeweilige Charakter in eine bestimmte Reihe stehen. Sie können einfach zwischen den Reihen Nahkampf und Fernkampf geschaltet werden, indem du die Verschieben-Fertigkeit verwendest. Da müssen wir gleich nochmal genauer schauen. Achte aber darauf, dass ein Charakter nicht in der Fernkampfreihe sein kann, wenn sich niemand in der Nahkampfreihe befindet. Jede Fertigkeit erfordert eine feste Anzahl von Aktionspunkten, AP, um eingesetzt zu werden. Aktionspunkte. Diese AP werden jede Runde aufgefüllt. Komplett aufgefüllt. Oder sollte man was aufbewahren? Fertigkeiten können eine Vielzahl von Effekten anwenden, meistens Buffs und Debuffs. Also wer es nicht weiß, Buffs als Stärkungszauber, Debuff vom Gegner irgendwelche Defizite, zum Beispiel Verteidigung was runter und dergleichen. Oder Stun. Beachte außerdem, dass jeder die Chance hat, negativen Effekten zu widerstehen. Sehr schön. Effektresistenz. Du kannst deine Runde immer vorzeitig beenden, um einen weiteren AP für die nächste Runde zu erhalten. Aha. Der Charakter muss hierfür mindestens noch einen AP haben. Also man kann sich was aufbewahren und ich vermute, wir kriegen nur eine bestimmte Anzahl Aktionspunkte wieder. Okay. Verstümmeln. Eieiei, und die haben die Initiative, die Schweine. So, wir haben 2 von den roten weg, was nicht so gut ist. Das könnte bleibende Schäden kriegen. So, und wir können jetzt auch mit ihr oder kann ich wechseln? Rechtsklick, um zu Kari zurückzukehren. Ich kann jetzt nicht sagen, ich will mit ihr. Okay, ich muss also mit ihr anfangen wegen der Initiative-Reihenfolge, verstehe. So, dann sehen wir, der Plünderer kommt nach den beiden dran. Darum sollten wir uns vielleicht um den Plünderer auch jetzt kümmern. Messerstecher oder Plünderer? Messerstecher ist ja wahrscheinlich, klingt gefährlicher, aber wenn ich den Plünderer hier so sehe, was hat der denn? Kann man irgendwie sehen, was das für eine Waffe ist? Beliebige Gegner in einer bestimmten Genauigkeit 85 Schaden, 1 bis 2 kritisch 20. So, dann wollen wir nochmal hier schauen. Der kann verstümmeln und sowas machen, der Mistkerl.
Der ist also wesentlich gefährlicher als dieser hier. Obwohl, das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir gehen besser mal auf ihn. Er hat auch weniger Lebenspunkte. So, dann wollen wir noch mal gucken. Rechtsklick Kari wieder. Und jetzt haben wir hier Fertigkeiten. Scharfschuss. Beliebiger Gegner in einer bestimmten Reihe. Genauigkeit 90%, das ist gut. Macht 1 bis 5 Schadenspunkte und kritisch 30, das ist ziemlich cool. Du bist als nächstes dran. Weiche ihm aus, 15%. Nee, nee, die zwei gehen gleich nach vorne und du schön von hinten wieder machen. Kann nur durch den Fernkampf freier genutzt werden. Alle Gegner in einer beliebigen Reihe. Nö, das wollen wir nicht machen. Dann würde ich sagen, dass wir den Scharfschuss nehmen. Und auf dich. Zack! Und schön animiert. Finde ich gut. Hat auch super geklappt. Mein Gott, wir haben 5 Schaden gemacht. Dem geht es jetzt nicht mehr so gut. Hätte er sich früher überlegen sollen. Wir sind immer noch bei dir dran. Wir haben noch 2 Aktionspunkte. Das hat 4 gekostet. Wo steht, dass das 4 kostet? Ah, hier oben. Das sind die Aktionspunkte. Alles klar. Wir könnten also jetzt noch was anderes machen. Oder wir bewahren uns das auf. Ah, wir kriegen auch nur ein AP dazu. Ich würde das gerne nochmal anwenden. Deswegen bewahren wir uns den auf. Da müsste ich aber dann. Ja, da müsste ich nächste Runde. Entfernt alle AP. Nächste Runde habe ich dann 7, sehe ich das richtig? Wir testen das einfach mal. Ich muss das herausfinden. Ah ja, 7. Genau, nächste Runde haben wir dann 7. Okay. Wenn wir irgendwann 8 haben, wäre das natürlich geil. Dann könnte ich zweimal schießen. Bloodwit. Du bist ein Nahkämpfer. So sieht's aus. 16 Gesundheit, die ist auch wesentlich stärker. Kann ich mal kurz sehen. 14, also sie ist richtig stark. Beliebige Gegner in der Nahkampfreihe. Dafür muss ich sie wahrscheinlich als nach vorne gehen. Oder kann ich jetzt direkt so sagen? Das wird nicht gehen, ne? Das Problem ist, ich muss auf jeden Fall dahin gehen. Genau, damit sie nicht mehr angegriffen werden kann, hoffe ich mal. Das wäre jetzt echt wichtig. Genau. So, Schutz. Da können wir einen Schutz machen. Das heißt, sie wird angegriffen. Das ist wie so eine Art Tank, vermute ich. Dass man halt den Produkt. provoziert. Mein Gott. Und dadurch den Schaden auf sich nimmt. Oh, Hohn. Das klingt aber eher danach. Kritischer Treffer. Zwei bis drei können wir nicht töten. Vier wäre cool. Schadensresistenz plus 1. Das ist nicht schlecht. Das machen wir jetzt mal. Verfehlt. Mist. Aber wir haben eine Schadensresistenzerhöhung, oder? Ja. Plus 1 Schadensresistenz. Buff hochbekommen. Und du bist nochmal dran. Können wir also direkt nochmal machen. Dann kriegen wir 2 Schadensresistenz. Wieder verfehlt. Mist. Oh, wir kriegen keine 2 Schadensresistenz. Schade, das wusste ich nicht. Hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Und du hackst auf mich drauf. 2 Schaden, aber kein kritischer. Seht ihr? Die Herzen sind alle noch da. Wir haben 14 von 16. Nicht schlimm. Sie hat natürlich leider 2 Herzen weg. Das ist mies. So. Und dann ist der Vater dran. Eirik. Jetzt müssen wir das direkt mal testen. Kriegsschrei, alle Verbündeten in der aktuellen Reihe.
kriegen plus 15 Genauigkeit kritisch, also er ist ein Buffer. Bullenangriff, nach vorne bewegen, eigener Charakter. Genauigkeit 80, Schaden 1 bis 3, Fernkampfreihe. Gut. Und du bewegst dich dadurch 1 nach vorne. Das hätten wir eben bei ihr auch machen können, direkt wohl. So, du hast noch 3 Punkte. Er hat sich nach hinten bewegt, um sich zu retten. Aber du wirst gleich von Kari getötet. Da kannst du mal knicken. Aber sowas von. So. Das klingt gut. Sehr gut. Einen Punkt hat er noch. Einen Punkt, da brauchen wir nicht viel. Die sind leider nicht alle in derselben Reihe, sonst hätte ich das jetzt machen können mal. Scharfschuss. Das ist ja auch Blödsinn, da musst du dich nach vorne bewegen für. Das machen wir nicht. Ja, damit er nicht mehr zum Zug kommt, werden wir nochmal angreifen. Oder kann ich einen normalen Schuss irgendwie machen, anstatt eine Fähigkeit? Nee, das geht nicht, ne? Ausweichen. Okay. Dann töten wir dich. Tschüss. Hauptsache einer weniger, der uns attackieren kann, würde ich sagen. Du hast 3 Punkte übrig. Ausweichen ist Blödsinn. Dann bewahre dir einen Punkt auf. Cool wäre, wenn sie das auf 8 kriegen könnte. Das geht aber nicht. Sie bleibt bei 7. Das, wir müssten also 7 Aktionspunkte von sich aus haben. Muss ich mal gucken, wie man die erhöht. Vielleicht mit Gewandtheit oder sowas. Und dass sie dann 8 hätte, wäre cool. Damit sie zweimal den Scharfschuss machen könnte. Okay, Eirik ist wieder dran. Es wurde neu erwürfelt, die Runde. Und das ist schön. Leider wird das nicht ausreichen. Damit machst du 3. Berserkerangriff. Das klingt geil. 6. Nice. Fast down. Und sogar mal einen schönen Buff. Kann man aber nicht mehr so gut ausweichen jetzt und nehmen auch mehr Schaden. Wir haben 2 Punkte noch. Das könnte schon das Ende für dich sein. So sieht's aus. Und ein Critical noch. Sieg! Unser erster Kampf gefällt mir. Leider ist sie verwundet. Alle physischen Sachen minus 4. Das konnte ich nicht verhindern. Direkt am Anfang Schaden genommen. Die ganze Familie kämpft tapfer, bis sich der riesige Kerl mit einem lauten, schaudern Lachen in die Schlägerei stürzt. Und jetzt auf zur Schlachtung, schreit er. Ach du je, es geht direkt weiter. Ja, die Truppe wird auf jeden Fall kämpfen, würde ich sagen. Die sind ganz gut. Das Problem ist, dass die... Ah, super, die Position bleibt. Das ist sehr gut. Oh, 12. Ich glaube, wir können diesen Kampf nicht gewinnen. Könnte es sein, dass man gegen den verlieren muss? Ach du Schande. Ich glaube, wir müssen gegen den verlieren. Ich kann gar nichts machen. Der hat unendlich dauerhafte Buffs. Wir können nichts machen. Das muss passieren. Das kann nicht anders sein. Besiegung. Gebrochenes Bein. Ach du Schande. Und sie ist... zur Schwelle, zur Hell's Pforte. Der riesige Kerl ist mit Blut, Schweiß und Tränen bedeckt und seine Augen zwinkern frenetisch. Seht ihr, wer euer Herr ist? Hä?
Verdammte Schwächlinge. Ich vermute, wir müssen dem jetzt irgendwie Ressourcen abgeben täglich und so weiter. Ne? Irgendwie sowas. Ich bin Björn Kopfspalter, ihr Narren. Und alles auf dieser Insel gehört mir. Du Mistsack. Also auch ihr, Schlammfresser. Ich erkläre es nur einmal, weil ich nicht gern red. Red, okay. Sperrt also die Lauscher auf. Ihr werdet leben. Bis ich der Meinung bin, dass ihr für mich nicht mehr von Nutzen seid. Dann werde ich eure verdammten winzigen Köpfe meiner Sammlung hinzufügen. Hätten die das nicht irgendwie anders machen können? Jetzt sind alle verwundet. Kari ist fast tot. Bei jedem siebten Mond wird einer meiner Untertänen in Dummköpfe vorbeischauen. Ihr werdet ihm einen Tribut bezahlen. Verstanden? Ihr hinkt jetzt schon hinterher. Ich will 10 Holz in 5 Tagen. Wenn ich mit dem zufrieden bin, was ihr kriegt, was ich krieg, dann lebt ihr vielleicht noch eine Woche. Oder vielleicht auch nicht. Verstanden, ihr Deppen? Euer Leben ist mir. Und es gibt kein Entkommen, außer durch die Täler von Hel. Ha! Und noch ein letzter Rat. Meine Männer patrouillieren durch die Wälder. Sie greifen an, wenn sie euch sehen. Ich kann nicht anders. Auch sie müssen Tribut bezahlen. Deswegen sie oder ihr. Na super. Lebt wohl, Bauern. Wenn wir uns wiedersehen, glaubt mir, dann ist es kein gutes Zeichen für euer dämliches Oberhaupt. Ich vermute, er wird der Endbosskampf sein vom Spiel. Wir müssen uns gegen ihn behaupten, bestimmt. Und dann gingen sie. Eirik, Blattwit, Kari und Moira wagten es eine Weile nicht, sich zu bewegen, selbst als Björn und seine Männer nicht mehr zu sehen waren. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass es allen mehr oder weniger gut ging, kehrten sie schweigend an ihre Aufgaben zurück. War es Scham oder Schmerz? Niemand war in der Stimmung, über das zu sprechen, was geschehen war. Ach du Schande. Mist. Das ist gar nicht gut. Holy crap. So, was ist denn jetzt mit ihr? Leiden 2. Verletzungen muss ich runterkriegen. Das ist mein Problem. Wie kriege ich Verletzungen runter? Da muss irgendjemand heilen können. Moment, wenn du schläfst, geht Verletzung dann runter. Erschöpfung, aber nicht Verletzung. Wie kriege ich die Verletzung runter? Nur durch irgendwelche Gegenstände sehr wahrscheinlich. Mist. Haben eine heilende Wirkung, ja, aber kann keiner anwenden, wie es aussieht. Schande. Na gut, machen wir hier nochmal einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.